Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der weltbesten Satire-Serie. Das ist Wahnsinn, macht einfach nur Spaß. Wir wollen heute mal über Möbeldesign im Parlament reden oder sportliche Großereignisse oder meinetwegen den Luftverkehr. Ja, okay, bitteschön. Reden wir halt wieder über unseren Premium-Show-Praktikanten, Frankfurts möglicherweise bald Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Der hat so ein minimales juristisches Problem, so ein kleiner Korruptionsprozess, weil seine jetzt bald Ex-Frau bei jetzt Ex-Freunden in der ABO ein ganz klein wenig überdurchschnittlich gut verdient hat oder so. Naja, jetzt kam alles mal auf den Tisch, Ehe- und Ex-Ehe-Geschichten und. Boah, was eine brillante Prozesstaktik. Ehrlich, ey, muss man erstmal so machen. Um es glaubhaft zu machen, denn es würde ihm ansonsten niemand glauben. Richtig, jetzt ist es echt viel besser. Jetzt glauben alle, der Feldmann, nee, der war das nicht. Glaubt er übrigens selber auch nicht. Wir haben gesagt, er kann sich nicht an ein Abendessen erinnern, an dem dieser Vertrag besprochen wurde. Nur, dass es irgendwas mit Hummer, Kaviar und Champagner gab mit einem Fitzelchen Zitrone. Einen neuen Job für Feldmann hat dann auch gleich die deutsche Familienversicherung vorgeschlagen, falls es mit dem Oberbürgermeister-Ding nichts mehr ist, als Werbegesicht. Ja, gar nicht mal blöd, doch irgendwie schon. Also, im Frankfurter Römer braucht man dann für ein bestimmtes Büro vielleicht bald mal neue Möbel. Die könnte man in Kassel kaufen. Da gibt's zumindest relativ sicher keine Verbindung zur AWO Frankfurt. Nur nicht montags. Warum? Weil dieses Geschäft hier, um Energie zu sparen, montags schlicht zumacht. Die Händler haben Angst vor der Zukunft. Ja, dem Dienstag zum Beispiel, wenn diese lästigen Kunden wieder vor der Tür stehen. Bis dahin gilt Licht aus, Heizung aus, die stille Schönheit eines leeren Möbelhauses. Also ich habe schon Gänsehaut gehabt, ein bisschen, muss ich zugeben. Kein Wunder bei 2 Grad im Schatten, da ist die Apple-Pelle quasi vorprogrammiert. Es sei denn, man lässt sich was Pfiffiges einfallen, zum Beispiel ein Sofakauf im Neoprenanzug. Könnte helfen. Strom sparen in Zeiten der Energiekrise ist aber löblich und deshalb schön. Wenn übrigens Menschen mit meterdicker Schminke im Gesicht durch den Wald laufen, dann ist das entweder Harald Klöckler im Dschungelcamp oder ein Lab. Nennen wir es? Richtig, ein Live-Action-Roleplay. Menschen, die in wirklich aufwendigen Fantasy-Kostümen rumlaufen. Helden, Bösewichter und eine Geschichte von gut gegen sowas von böse. Wenn zum Beispiel der Julian jetzt seinen Helm aufhat und dieses Visier, das ist sehr entmenschlichend. Ja gut, von der Gesichtsfarbe her ist es auch ohne Visier nicht gerade Dieter Bohlen nach dem Solarium. Aber gut, gehört dazu, dass man ein bisschen so aussieht wie nach einer Kollision mit einer stattlichen Eiche, finden wir irgendwie sehr schön. Ich schnapp mir jetzt auch mal meine Streitaxt, das Böse ist schließlich immer und überall. Und noch was, Jan Böhmermann hat ja die NSU-Akten veröffentlicht, die der hessische Verfassungsschutz gerne so ungefähr 800 Jahre geheim halten wollte. Fazit aus den Papieren, wir wissen nicht, wo ganz viele Akten geblieben sind. Interessiert uns nicht so richtig, dass diverse Neonazis bis an die Zähne bewaffnet sind. Wir haben auch ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick über unsere eigenen V-Leute verloren. Einer allein hat leider 15 verschiedene Aktenzeichen. Dieser Schmidt oder dieser Müller oder hieß der Meier oder vielleicht Spock? Egal, Akten ordentlich abzuheften ist total wichtig. Dafür hat der Verfassungsschutz ein eigenes, todsicheres System entwickelt, damit auch nichts wegkommt. Ich gehe jetzt mal aus den Akten ein schönes Puzzle legen. Das war schön blöd.